Wer bist du und was machst du? Ich bin der Leni Janko, ich spiele Fußball beim FCZ und studiere nebenbei BWL Richtung Sportmanagement. Was sind die wichtigsten Dinge über Leni Janko und seine bisherige Fußballkarriere? Ich würde sagen, die wichtigsten Dinge zu wissen über mich: Ich bin sehr hartnäckig, die Familie ist mir sehr wichtig, ich liebe den Sport, ich liebe Fußball. Meine Fußballkarriere, ich war eigentlich die ganze Jugend beim FCZ, bin immer noch beim FCZ und bin immer dran geblieben. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin. Was sind deine größten drei Learnings deiner bisherigen Fußballkarriere? Meine größten drei Learnings, sicher das Wichtigste ist, dass ich realisiert habe, wie wichtig der mentale Aspekt im Fußball ist. Wenn nicht das Wichtigste, definitiv auch, dass das Fußballgeschäft nicht immer sauber ist. Da war ich früher ein bisschen naiv. Das Dritte würde ich sagen, dass man immer bereit ist, etwas Neues zu lernen und nie zufrieden mit sich selbst ist. Denn man kann immer etwas zu seinen Fähigkeiten hinzufügen und etwas Neues lernen. Was würdest du dem 10-jährigen Lenny mit auf den Weg geben, wenn du ihn treffen würdest? Ich würde ihm sagen, dass er sofort zu Football Leverage gehen soll. Nein, Spaß beiseite. Nein, ehrlich, mit dem Mentaltraining anzufangen. Ich denke, je jünger man mit dem anfängt, umso besser. Weil es eben ein sehr wichtiger Aspekt ist und viele Fußballmannschaften, vor allem in der Schweiz, unterschätzen dies und trainieren die Taktik, Technik, den Körper, aber das Mentale eben nicht. Welche Dinge hast du von deinem Bruder, der es zum Fußballprofi geschafft hat, abgeschaut und übernommen für deine Fußballkarriere? Sehr vieles, vor allem vom Spielstil her, das dominante, schnelle, kraftvolle, mit viel Tempo, auch wie er sein Leben führt, sehr diszipliniert. Aber dennoch sind die Familie sehr wichtig, Familie, Freunde. Das habe ich mir ein bisschen von ihm abgeguckt. Seit wann bist du bei Football Leverage? Ich bin seit 3-4 Jahren etwa bei Football Leverage, schon eine längere Zeit. Und konnte es auch schon vielen weiterempfehlen, das mir sehr, sehr geholfen hat. Wie gefällt dir die Zusammenarbeit mit Football Leverage im Allgemeinen? Sie gefällt mir sehr gut, nahezu perfekt. Also wenn ich irgendein Anliegen habe, sind die Leute, oder besser gesagt Nico, ist dann immer da für mich und kann mir da auch immer helfen. Und deswegen kann ich sagen, die Zusammenarbeit ist einfach perfekt. Was ist deiner Meinung nach die größte Veränderung oder der größte Fortschritt, den du seit der Zusammenarbeit verspürst? Ich konnte viele Fortschritte machen, aber ich denke, wo ich mich am meisten verbessert habe, beim Fehler abhaken. Weil früher, immer wenn ich einen Fehler gemacht habe, das hat an mir genagt, brauchte ich immer Zeit, bis ich wieder ins Spiel fand. Aber jetzt weiß ich, dass das dazugehört und dass es auch wichtig ist und dass ich das sofort abhake und dann weiterspiele. Was gefällt dir besonders gut an Football Leverage? Besonders gut gefällt mir, ja, ich würde sagen, die Kommunikation. Weil, also die Module gefallen mir auch sehr. Dennoch, wenn ich jetzt im Moment irgendein Anliegen habe und mich bei Nico melde, dann ist er sofort da für mich und auch immer mit einer Lösung. Hat Football Leverage deine Erwartungen erfüllt? Football Leverage hat meine Erwartungen übertroffen, bei Weitem. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber das bin ich eigentlich mit allem. Aber dann habe ich dann schnell gemerkt, was für einen Mehrwert mir Football Leverage bringen kann. Und das haben sie auch gebracht. Was werden wir noch sehen von Leni Janko? Ja, ich würde sagen, eine super Fußballkarriere. Eine erfolgreiche Fußballkarriere und auch eine gewisse Persönlichkeit dahinter.